Bekommt heutige Markteinschätzung, Märkte, News, Termine und die vier europäischen Spitzenaktien, so will ich es mal nennen, habe ich heute mitgebracht. Denn allmählich werden die US-Titel ein bisschen überbewertet. Also wenden wir unseren Blick jetzt wieder vermehrt Richtung Europa und schauen wir mal, was wir heute dabei haben. Wie immer an dieser Stelle der Risikohinweis und der Überblick. Was haben wir heute vor? News, dann haben wir Indizes, DAX, Dow Jones, FTSE 100 und dann kommen wir schon zum Forex-Bereich. Euro, US-Dollar, britisches Pfund gegen US-Dollar und US-Dollar gegen japanisches Yen. Das sind die großen drei Majors, da ist die meiste Musik drin und darum gucken wir uns genau diese drei an. Und dann haben wir noch die Rohstoffe, Gold und das europäische Öl. Gefolgt von den Top-Aktien heute die europäischen Titel dabei, vier an der Zahl. Und dann kommen wir schon zu Termin und Kontakt. Kommen wir mal zum News-Bereich. Da haben wir zunächst einmal die USA und Frau Yellen deutet zwei weitere Zinsanhebungsschritte für 2017 an. Marktmeinung liegt bei knapp 51% für eine Anhebung bereits am 14. Juni. Und beim Dow Jones liegt es eigentlich ganz gut aus. 4% wird hier gerade mehr gehandelt 2017 und 17% ist es auf Einjahressicht. Und ein Drittel aller Fondsmanager glauben bereits allerdings, dass die US-Werte wieder oder schon überbewertet sind und richten ihren Blickpunkt wieder vermehrt nach Europa. In Europa haben wir die EZB, die könnte die Zinsrate bereits vor Ende des Anleihenkaufprogramms wieder erhöhen. Anleihenkaufprogramm ja 80 Milliarden pro Monat. Und Draghi sieht dies jedoch frühestens 2018, wobei das Zinsziel von 2% haben wir ja schon erreicht. Und das ist also kein Argument mehr. Beim DAX haben wir ebenfalls eine schöne Entwicklung, sogar auf Einjahressicht ein bisschen besser als der Dow Jones, hier 19%. Und ja, es fehlen noch so knapp 300 Punkte zum All-Time-High. Und etwas darunter hier der FTSE, der macht ja 18% auf Einjahressicht, der IBEX 13%. Aber er hat sich jetzt dieses Jahr ein bisschen besser entwickelt und hat auch sein All-Time-High noch nicht erreicht. Da sollte man vielleicht ein bisschen seinen Blickpunkt hinrichten neben dem DAX, wo man noch das All-Time-High hier mitnehmen kann, long gehen kann. Beim IBEX ist noch ein bisschen mehr Spielraum bis zum High und beim Asienhandel haben wir hier ein bisschen eine Belastung hinsichtlich wieder mal Raketentest aus Nordkorea und der Freihandel mit den USA, der steht ja auch zur Diskussion, belastet die Märkte ein wenig, also keine positiven Impulse hier vom Nikkei und aus China. Und beim Rohstoffen, da haben wir das Crude Oil, das macht hier minus 10% dieses Jahr. Allerdings, das vergessen viele, 22% auf Einjahressicht. Also der Langfristtrend, der ist hier intakt, auch wenn es hier um die 5 Dollar hier von den 55, dieser waagerechten Tendenz hier einmal kurz abging, sogar einmal schon hier die 49 Dollar gesehen. Trotzdem ist es hier ein intakter Aufwärtstrend, den gucken wir uns gleich nochmal an. Und die Lagerbestandsdaten, wie gesagt, heute. Beim Gold haben wir eine 7%ige Verteuerung dieses Jahr. Und auf Einjahressicht sind es minus 2%. Das Edelmetall wird auch die Kurslücke zu 1246 Dollar in Kürze schließen. Und bei dem Euro-US-Dollar, da haben wir hier eine schöne Entwicklung hier 2017, 3%. Also der größte Teil der Entwicklung hier, der ist also jetzt in den vergangenen drei Monaten zu sehen. Und aktuell 4 Cent höher als das Jahrestief bei 1,03. Und beim US-Dollar japanischen Yen, da haben wir eher eine negative Tendenz dieses Jahr. Tendiert neutral zwischen 118 und 111 Yen. Britische Pfund US-Dollar eher langfristig negativ. Tendiert hier treppenförmig abwärts. Hier 12% hier auf Einjahressicht. Und aktuell neutral zwischen der Unterstützungslinie 1,19 US-Dollar und der Widerstandslinie 1,27. 0,05 US-Dollar höher als das Jahrestief bei 1,19. Beim Aktien haben wir schöne News. Wir haben einen neuen Marktführer in Indien. Vodafone und IDR Cellular werden sich zu einem Marktführer formieren. Und Amazon will mit dem DHL-Paketdienst den Lebensmittelmarkt hier aufmischen. Und das könnte für Kurssprünge bei beiden Aktien sorgen. Nike hat gerade verlautet, dass es Marktanteile verloren hat. In einem Zwischenbericht wurde das erwähnt. Und zwar an Adidas und Under Armour, dem Neuling. Und Adidas ja eh einer der besten Werte der vergangenen Monate. Und Under Armour muss man sich mal genauer angucken. Aber die Tendenz eher dort eher nicht so positiv. Ich habe noch einen schönen Tipp dabei. Gratis-Zugang zum ultimativen Trader. Das ist das größte Trader-Coaching Deutschlands. Nur noch 2 Wochen. Einfach auf der ultimative-trader.de gehen.
und dann auf diesen orangen Button drücken, sofort Zugang erhalten. Das ist gratis. Normalerweise kostet das Paket, das 50 Stunden Erfolgsvideos beinhaltet, das beim Hanseatic Brokerhaus in-house entwickelt wurde. Es gibt eine Trader-Community, man lernt Grundlagen und Techniken. Ja, man lernt diese ganzen Basics, Handelsstrategien sind dabei, technische Analyse, Money Management und Risikomanagement. Da geht es einfach darum, wie viel Risiko kann ich pro Trade eingeben, wie berechne ich das. Das ist eines der wichtigsten Punkte beim Trading, das lernt man hier alles. Eigentlich hat das Paket einen Wert von über 2000 Euro, aber es gibt einen Gratiszugang noch bis Ende diesen Monats und also noch 2 Wochen jetzt mal los. Der ultimative Trader.de und einfach hier diesen Code eingeben, UTME 2017. Schauen wir uns mal die Märkte im Einzelnen an. Zunächst einmal der DAX hier, der sehr schön seine Bahn zieht und heute haben wir ihn hier 100 Punkte hinten, 0,79%, 11.867 aktuell. Bayer ist noch einer der besseren Werte hier, macht aber auch minus 0,10% Verlust. Und ganz hinten, da haben wir die Heidelberg Zement 2,2 und Commerzbank ebenfalls 2,15. Lufthansa 2%, also heute kein guter Tag für den DAX. Ist aber gar nicht so schlimm, weil wenn man sich so genauer anguckt, ist das hier eine tolle Entwicklung. Und aktuell dieser Rücksetzer hier auf 11.836 hier, das ist eine gute Möglichkeit, um einzusteigen, weil wir haben ja hier dieses neue High gebildet hier bei 12.185. Und das haben wir auch in der Vergangenheit häufiger gesehen. Hier war es noch einmal der Fall um den 26.01., und das ist immer eine gute Möglichkeit. Einige steigen halt schon aus, sagen, das wird mir jetzt zu heiß, ich möchte jetzt mal Gewinne mitnehmen. Und aber letztens wirkt dieses All-Time-High hier oben um die 12.391 oder sag mal glatt 400. Das wirkt ganz magisch, wie so ein Magnet zieht es den DAX nach oben. Und ich, wenn ich jetzt hier einsteigen würde, dann würde ich auf jeden Fall bis hier oben mitgehen und einfach jetzt hier schon mal ein Limit-Kauf setzen und dann einfach hier die mich treiben lassen nach oben und dann einfach die Stops nachziehen, also einen Verluststop rein und dann einfach nachziehen nach oben, nach beiden Seiten und möglichst im Verhältnis von 1:3, 3 Teile Chance, 1 Teil Risiko. Ja, schauen wir uns mal gleich den nächsten Markt an und hier, das ist der Dow Jones 30 und da haben wir ihn schon 48 Punkte hinten gestern, 0,23% waren das, 20.616 und auch er hat einen langen Weg hinter sich hier, die 21.171 hat er hier gebildet, hier im oberen Bereich. Ist hier nochmal runter auf die 20.589. Walt Disney war noch einer der besseren Werte, 0,33%, Visa 0,18%. Ganz hinten haben wir die Nike, wie gesagt, ganz schlecht dieser Zwischenbericht hier, macht fast 5% Verlust. Und den könnte man sich nochmal genauer angucken, den Wert. Aber das machen wir jetzt nicht. Wir gucken uns stattdessen hier den FTSE 100 an. Das ist auch ein sehr wichtiger Markt für uns hier. Die Royal Mail heute ganz vorne 1,7%, gefolgt von Kingfisher 1,2% und United Utilities 1%. Und wie gesagt, heute 20 Punkte hinten, minus 0,27%. Und ja, man sieht aber auch das schöne Phänomen, dass es immer leichte Rücksetzer hier gibt. Das ist eine gute Sache, weil hier immer so ein bisschen so die Spannung aus dem Markt genommen wird, sonst gibt es halt einen starken Rücksetzer. Aber wenn es immer so mit der Zeit immer so ein paar Trader gibt, die aussteigen hier, das sieht man immer häufiger hier, dann ist das eine gute Sache. Dann wird ein bisschen so die Luft aus dieser starken Bewegung herausgenommen und es ist halt ein gleichmäßiger und verlässlicher Anstieg dann in der Folge. Gucken wir uns mal den Euro-US-Dollar an und heute haben wir ihn hier minus 0,02 Dollar hinten oder minus 0,26%, 1,07854 und das ist hier aktuell die Entwicklung. Ich habe einfach mal hier diesen Abwärtstrend hier eingezeichnet, 3.5.16 geht das hier abwärts und aktuell hier das Low bei 1,03 und hier im oberen Bereich die 1,05, also hier 5 US-Cents hier Differenz aktuell und da tendiert er. Mal gucken, ob er jetzt an den 1,08 abprallt und dann die Richtung nach unten einschlägt. Wollen wir es mal dann beim nächsten Mal genauer angucken. Und hier haben wir auch schon den US-Dollar japanischen Yen. Und der macht heute minus 0,27%. Ja, heute alles ein bisschen negativ gestimmt. Beziehungsweise haben wir jetzt hier bei 11.019. Und auch hier die Bewegung stark hier nach oben fokussiert. Hier 118 hatten wir ihn jetzt hier. Und hier im Low bei 111, also 7 Yen hier Differenz. Und da ist auch die Frage, ob er jetzt hier an dieser
unteren Schwelle hier seinen Boden gefunden hat und ob es dann, wie gesagt, eher eine Bewegung hier in Richtung 125 gibt oder ob wir uns wieder in die Richtung 89 richten müssen. Gehen wir dann zum Cable, und das Cable macht ja hier die britische Wirtschaft hier Freude, verbilligt die Produkte im Ausland und hat hier die 1,19 als Low gebildet und hier oben die 1,27, also es sind genau 8 Cent hier, US-Dollar-Cent hier Differenz und tendiert hier ganz gemächlich, wobei diese Bewegung hier, diese Seitwärtstendenz, die dauert ja schon eine ganze Weile an hier. 7.10.16 haben wir jetzt hier. Das hatten wir in der Vergangenheit nicht allzu häufig hier. Das war auch eine längere Bewegung hier. Diese war etwas kürzer gehalten. Aber diese Treppenbewegung nach unten, als wenn man in den Keller nach unten geht, mit der Kellertreppe, ist hier die Frage, ob wir jetzt hier dann auch mal dann weitere negative Impulse sehen oder ob der Boden hier gefunden ist. Wir haben heute kaum unverändert das britische Pfund US-Dollar hier. Minus 0,09%, das ist eigentlich gar nicht der Rede wert. Aber wie gesagt, auf Einjahressicht ist er eher negativ hier gestimmt. 12% geht es ja abwärts. Im laufenden Jahr ist es eher 1% plus, gar nicht der Rede wert. Gleiche zum US, zum UK Crude Oil. Und da haben wir diese starke Seitwärtsbewegung gehabt hier, die ja, wie gesagt, den 1.12. hier angehalten hat. Und dann ging es irgendwann abwärts. Das war der Fall, als die Saudis den Hahn aufgedreht haben. Über 200.000 Barrel fördern sie mehr. Jetzt sind es 10,9 Millionen Barrel pro Tag, die sie jetzt fördern. Halten sich anscheinend nicht an die Absprache. Und wir haben hier ein neues Low gebildet. Ich muss es sogar nochmal korrigieren hier. Jetzt ist es hier bei 50,23. Und ja, hat hier den Ausbruch gefunden bei 53. Also wir haben hier immer diese Schwankungsbewegung gehabt hier und im Mittel waren es hier 56 Dollar. Und hier sind wir 6 Dollar runter. Freut alle Autofahrer, aber anscheinend ist einfach genug Angebot am Markt. Und Fracking lohnt sich ja auch zwischen 40 und 50 Dollar. Die werfen alle die Maschinen wieder an in den USA. Also der Großteil der in den USA wird mittlerweile durch Fracking abgedeckt. Entfällt also große Nachfrage am Markt nach saudi-arabischem Öl zum Beispiel. Und da die ihre Wirtschaft noch nicht so umgestellt haben und anderen Einnahmequellen versehen haben, ist das also ein großer Faktor noch. Und Saudi-Arabien ist auch darauf angewiesen. Und was auch interessant ist, Saudi-Arabien wird ja seine Ölgesellschaft, seine staatliche, an die Börse bringen. Und das wird nochmal einer der größten Börsengänge, die wir jemals sehen werden oder gesehen haben. Goldpreis noch zu allerletzt, und da ist er auch schon, macht hier, ja, der macht ein bisschen Freude hier. Wir haben jetzt hier 0,15% plus und aktuell tendiert er jetzt auch hier wieder Richtung seines Highs hier bei 1263, also knapp darunter um die 18 Dollar sind wir noch drunter. Und ja, noch eine gute Möglichkeit hier mitzugehen. Der Aufwärtstrend hier ist intakt. Wir hatten hier, hier gerade noch das Low gebildet bei 1194 und hier nochmal bestätigt. Ein Doppelboden ist das im Grunde auch, wenn man so will. Ist eine schöne Startformation. Also hier, das war eigentlich ein klarer Kauf. Und immer noch eine gute Möglichkeit hier nochmal 18 Dollar Gewinn mitzunehmen. Ein weiterer Hinweis, wir haben einen Kooperationspartner, über den man Social Trading betreiben kann. Man kann die gleichen Werte handeln wie MetaTrader. Hinzu kommt aber, dass man mit der Swipestocks App auch Aufträge anderer Trader kopieren kann. Das ist dieser Social Charakter, es gibt eine Community. Man kann auch seine eigenen Aufträge kopieren lassen und da bekommt man eine Rückvergütung. Es gibt allerdings auch eine ganze Menge Bonusprogramme hier in dem Swipestocks Tool, das mehrsprachig ist. Es gibt Bestenlisten, Wettbewerbe, man kann Tesla Model 3 gewinnen. Es gibt Bonusprogramme und es gibt eine Friends-Follower-Messenger-Funktion. Das ist eigentlich so wie Facebook für Trader, eine der größten Social-Trading-Plattformen am Markt. Unter swipestocks.com/de kann man direkt ein Konto eröffnen auf der Startseite, da hier auch der rote große. Kommen wir zu den Top-Werten der Woche und heute sind wir ein bisschen in Europa unterwegs und schauen wir uns mal an, was ich da mitgebracht habe. Zunächst einmal verweilen wir auf der britischen Insel. Wir haben hier die Burberry Group, das ist ein Luxus-Artikel-Anbieter. Man verkauft Lederwaren, Handtaschen und Schuhe und noch weitere Accessoires. Man steht hier im Wettbewerb zu Prada, Gucci, Louis Vuitton, Moët Hennessy
Und das Unternehmen hier, sehr traditionell, wurde 1856 von Thomas Burberry gegründet. Und das Unternehmen stützt aktuell seinen Aktienkurs, indem es eigene Aktien zurückkauft im Volumen von 100 Millionen Pfund. Und das noch einen Monat lang. Das ist schon mal sehr gut. Das treibt hier den Kurs natürlich an. Die Nachfrage nach Burberry-Aktien sind dadurch natürlich gestiegen. Und was sehr schön ist, aktuell gab es eine Zwischenmeldung. Eigentlich ging die eigentlich von der französischen Louis Vuitton Moët Hennessy aus. LVMH. Die haben Rekordzahlen gemeldet beim Umsatz und das lässt hier diesen um 22% steigen. Bei der Burberry ebenfalls 735 Millionen Pfund betrug der Umsatz und wie gesagt um ein Viertel gestiegen im Grunde. Ja. Fantastische Mitteilung. Und der Milliardär Albert Frehr mit seiner Group Brüssel Lamberg abgekürzt GBL, investiert hier 3% in Burberry und da hat er sich hier gegen die Hugo Boss entschieden. Das ist nochmal ein guter Hinweis. Und ja, aktuell lief bei Prada und Gucci zuletzt Handtaschen und Schuhe sehr gut und da hat man jetzt ein bisschen Bedarf gesehen und hat jetzt eine Designerin von Dior abgeworben, die Sabrina Bonesi, und die wird sich um diesen Bereich verstärkt kümmern und wird dann neue Produkte entwerfen. Ja, und diese Entwicklung konnte man halt nicht ignorieren, da muss man jetzt aktiv werden. Der Wert steigt hier um 17% in diesem Jahr, 5% auf Jahressicht. Das Kürzel hier ist BRBY.L und schauen wir uns mal den Wert. Ja, da ist auch schon der Wert BRBY.L und ja, man sieht hier den langfristigen Aufwärtstrend, der seit dem 14.06., also Mitte Juni letzten Jahres hier Bestand hat und ja, kaum Rücksetzer währenddessen. Wir haben hier höchsten Mal hier so eine Range von, das sind ja Pfund, muss man sagen, ne? Also angezeigt wird allerdings hier in Cent, in Pence, Entschuldigung, das heißt, wir müssen zwei Stellen nach vorne gehen, das sind also 15 Pfund, 64, und das heißt, die Schwankungsbreite, die ist ja knapp bei 2 Pfund, ne? Also hier schwankt immer 2 Pfund, das ist ganz normal. Aktuell hat er hier sein High gebildet bei 18 Pfund 37 und ist dann nochmal zurück, hat sich nochmal verjüngt auf 17,25. Das ist eine gute Möglichkeit von uns hier einzusteigen. Schauen wir uns mal an, wie wir das hier zu bewerten haben. Wir legen das mal hier beiseite. Und da haben wir hier nochmal die Stoppmarke. Die sollte man hier bei 16 hier platzieren. Da hat er immer hier so seinen Boden gefunden. Hier so bei 16 würde ich Stopp setzen. Und Kursziele sind dann hier am Top die 21,59 Pfund. Gehen wir mal nach Spanien, da haben wir die Banco Santander und ja, Bankentitel aktuell wieder ein interessantes Investment, auch bei uns in Deutschland. Aber ich habe jetzt mal die spanische Santander rausgesucht, weil das ist hier die zweitgrößte Bank Spaniens und die trotzt hier der Niedrigzinsphase. Zwar fahren die amerikanischen Banken hier viel höhere Gewinne ein, aber unter die europäischen Banken ist das hier wirklich noch einer der besten. Und es gibt zwar verschiedene Schwerpunkte, wo man aktiv ist, so zum Beispiel macht Spanien gar nicht den größten Geschäftsteil aus, sondern das ist eher Brasilien, gefolgt von England und dann kommt erst Spanien. Also die beiden Werte mehr als doppelt so wichtig wie der spanische. Und ja, die Delle im zweitwichtigsten Geschäftsbereich, Großbritannien aufgrund der Pfundschwäche hier, konnte durch das Wachstum im bedeutendsten Markt Brasilien behoben werden. Der macht hier 21% aus, bei Großbritannien ist das nur 20%, also leicht besser. Und das liegt einfach daran, dass die Pfundschwäche einfach hier zugeschlagen hat. 15% ist der Gewinn hier in UK zurückgegangen auf 1,7 Milliarden. Aber es konnte, wie gesagt, durch Wachstum in Brasilien aufgefangen werden. Und wie gesagt, viel hat es mit der Pfundschwäche jetzt einfach auch schon hat es sich damit erledigt. Vielleicht bleibt das jetzt auf diesem Niveau, das wir vorhin gesehen haben. Und ja, wie gesagt, 14% ist der britische Pfund hier in einem Jahr zurückgegangen. Zweithöchster Gewinn, Nettogewinn unter den europäischen Banken nach der Banque Nationale de Paris. Den hatte ich auch schon mal empfohlen hier. Einmal, da hatten wir so ein Frankreich-Special. Die machen hier 7,7 Milliarden und die Bank Santander kaum schlechter, 6,2 plus 4%. Man hat sogar hier 10% mehr Kunden gewonnen und die Kosten gesenkt. Allerdings ist, wie gesagt, auch der Ertrag leicht zurückgegangen wegen dem England-Geschäft. Ja, aber wenn man sich mal den Börsenwert anguckt, dann ist das hier einfach auch eine ganz andere Hausnummer, ne? Man ist hier viel mehr aktiv in anderen Ländern. In Spanien traditionell ist man natürlich im Süd- und Mittelamerika
aktiv. Das ist natürlich auch bei der Telefonica so und bei vielen anderen Werten, und viele Gesellschaften werden von Madrid aus geleitet, und das Geschäft erstreckt sich dann bis zum nach Chile. Der Börsenwert, der liegt hier beim Dreifachen der Deutschen Bank, das ist schon mal interessant. Und die Digitalisierung wird hier auch vorangetrieben. Mitarbeiter analysieren in Zukunft die Bedürfnisse der Kunden per Apps von IBM. Die wurden hier maßgeschneidert. Und ja, da hinken unsere Banken noch ein bisschen hinterher. Die sind hier Vorreiter. 17% macht der Wert hier gut dieses Jahr alleine, und 37 in einem Jahr. Kürzel ist hier sun.mc. Und wir haben hier Überhang an positiven Einschätzungen zum Wert. Gucken wir uns mal den Wert im Einzelnen an. Ich möchte zunächst einmal auf die Wochenansicht gehen. Das ist hier oben Weekly, da klickt man hier auf W1. Und warum mache ich das? Weil wir einfach sehen wollen, woher wir herkommen. Denn eigentlich haben wir hier diese Bankenkrise gehabt, die den Wert hier und natürlich viele andere, wie die Deutsche Bank, Commerzbank auch, hier natürlich stark gebeutelt hat, und die Niedrigzinsphase. Aber jetzt ist ja ein bisschen Licht am Horizont. Vielleicht werden die Zinsen jetzt ja auch Ende des Jahres wieder angehoben. Und das hat der Markt hier schon ein bisschen vorweggenommen. Und wir haben jetzt praktisch die Möglichkeit, hier günstig einzusteigen. Also es gibt ja so eine Art Turnaround-Effekt. Und wir haben hier schon einen Großteil wieder gut gemacht. Der Wert hat sich hier schon fast verdoppelt. Ja, ist ja von 3 auf 6 jetzt schon wieder. Und aber immer noch sehr günstig. Die nächste Zielmarke wäre in diesem Fall die knapp 8 Euro. Dann kommt hier oben so die 12, das ist das Top hier oben. Und gehen wir jetzt mal ein bisschen näher drauf ein. Hier, das ist hier die Tagesansicht. Da sehen wir hier genau, dass der Wert jetzt hier sich verteuert hat. Hier auf genau genommen haben wir es jetzt hier das High bei 7,78 Euro. Und wenn wir jetzt mal die Daten nochmal daneben legen, dann haben wir nochmal die Kursziele. Ja, einmal hier im Durchschnitt waren das hier 5,14, dann sind wir schon drüber, und die 6,75. Und ja, wenn man es aufrundet, sind es ja die 7. Das ist ja genau dieses Top hier, was ich eben angedeutet habe, hier auf der linken Seite. Also genau dieses hier. Und in diese Richtung strebt der Wert auch. Ja, wir sind ja auch schon wieder über der 200-Tageslinie drüber. Das ist sehr positiv. Ist ja eigentlich auch ein Kaufsignal schon alleine. Und ich würde den Stop, den würde ich hier in diesem Bereich hier, da hat er hier ein paar Mal seinen Boden gefunden, den würde ich hier den Stop-Loss setzen. KGV ist bei historisch günstigen 11, 12. Ja, das ist schon mal, auch schon mal eine Riesenhausnummer. Nochmal ein weiterer Hinweis, wenn man noch kein Handelskonto hat und diese Werte natürlich handeln will, kein Problem. Dauert 5 Minuten, dann hat man ein handelsbereites Konto. Und ich habe hier schon mal für alle Teilnehmer hier verglichen. Wenn man zum Beispiel Bayer-Aktien zieht, die es im Wert von 2.500 kauft, dann zahlt man bei uns ja für den Kauf nur 2,50 Euro. Bei allen weiteren Anbietern ist man da schon bei 5 Euro. Ja, kommt direkt zum Beispiel, nimmt ja fast 10. Und hier der Stand ist der 13.03.17. Und bei hanseatic-brokerhaus.com/de kann man direkt ein Konto auf der Startseite eröffnen. Das sieht dann so aus. Einfach hier eingeben, hanseatic-brokerhaus.com/de. Und direkt hier diesen roten Pfeil mal verfolgt, dann sieht man hier gleich, man kann auf der Startseite direkt ein Konto eröffnen, und es dauert genau 5 Minuten. Man hat hier 7 Handelsplattformen plus die Social Trading Plattform Swipe Stocks, und man hat keine versteckten Kosten, das ist sehr wichtig, keine Kontoführungsgebühr, keine Einzahlungsgebühr. Ja, häufig nehmen Broker 1,6% für Kreditkarteneinzahlungen, entfällt auch. Keine Mindesteinzahlungssumme. Und keine Mindesthandelsgebühr, wie 5, 6 oder 8 Euro. Man zahlt lediglich, und das auch nur bei Aktien-CFDs, 0,10% pro Auftrag. Und der Handel mit FX oder CFDs auf Rohstoffe, Aktienindizes oder ETFs, kommissionsfrei. Ja, also hervorragend. Und die Einzahlung, wenn man sie als Überweisung tätigen will, tut man einfach auf die Donner-Reuschel Privatbank hier in Hamburg. Also sicherer geht's gar nicht. Das ist der nächste Wert, und ja. Das ist die Commerzbank, aktuell ebenfalls schöner Turnaround-Kandidat, hatte ich schon mal empfohlen. Ich möchte es hier nochmal tun, weil die Entwicklung hier sehr interessant ist. Kaufempfehlung: Commerzbank-Aktie ist derzeit einer der besten Werte im DAX nach der Adidas. Und die Bank wird ebenfalls massiv von der Zinswende in Europa und USA profitieren. Natürlich auch international aufgestellt. Und der Umbau der Bank unter CEO Martin Zielke
ist im Grundlage für weiteres Wachstum. Stichpunkt ist hier die Commerzbank 4.0-Strategie. Das Ziel ist, bis 2020 80% der relevanten Prozesse zu digitalisieren. Also wie halt bei der Banco Santander, kriegt dann auch jeder ein iPad und dann, wenn der Kunde kommt, dann weiß er genau, wie die Daten des Kunden sind und kann maßgeschneiderte Angebote machen. Das ist halt zum Beispiel ein Teil dessen. Und die Commerzbank gewann im vergangenen Jahr mehr Neukunden als die Konkurrenz und hat auch in allen Segmenten Erlöswachstum hingelegt, um fast 13% in den vergangenen 3 Jahren. Also sieht es wohl so aus, wenn der Turnaround geschafft wäre und der Umbau jetzt hier positiv wirkt. 2016 hat man das operative Ergebnis auf 1,4 Milliarden Euro gehievt, ist zwar unter 2015, aber immer noch über 2014. Also man hat hier die Bodenbildung anscheinend gefunden, netto Ergebnis auch in diesem Bereich. Und man hat hier 100.000 Privatkunden geworben. Es gibt auch massiv TV-Werbung und Kosten. Ich glaube, Boni gab es immer, wenn man ein Konto eröffnet. Und 1.300 Firmenkunden haben auch gewonnen. Und die Aktie selber, die ist ja um 17% dieses Jahr, das ja erst noch nicht mal 3 Monate alt ist, hier nach oben geschnellt. 5% auf Einjahressicht. Kürzel ist hier CBKG. Ja, die Entwicklung ist ja ebenfalls so zu sehen wie bei der Santander Bank. Und wir hatten ja diese starken Kursverfall. Und die Bodenbildung hier, die jetzt wirklich der absolute Bodensatz ist hier, tiefer geht's wohl nicht. 5,14 Euro waren das. Jetzt sind wir schon bei 8,69 Euro. Und ja, hat hier gerade nochmal ein paar Käufer abgeschüttelt. Hier sage ich mal 6,95 Euro. Und ja, tendiert jetzt schon Richtung 10,45 Euro und das nächste wäre dann hier die 13,38. Also auch hier eine schöne Turnaround-Bewegung hier bei der Commerzbank. Und ja, aus meiner Sicht hier ist das hier ein absoluter Kauf. Das ist hier technisch sehr interessant. Und Kursziel habe ich hier nochmal eine 10 Euro hier und die 10 Euro, das ist ja knapp unter der unter diesem Peak hier, was wir hier links sehen. Also hier um die 10 oder 10,84 würde ich hier schon mal die nächste magische Kurszielniveau hier definieren. Und ja, Stop hier gut angesiedelt. Da hat er hier nochmal Boden verloren und ist dann wieder gestiegen. Also hier bestätigt. Oh, aufgerundet sind das hier 7 Euro. Und KGV 20,85. Na gut. Aber technisch ist das hier ein klarer Kauf. Ja, gehen wir noch einmal auf die britische Insel nach England und das ist ein Wert, den hatte ich noch gar nicht empfohlen. Sehr interessant. Taylor Wimpey und aktuell bei der niedrigen Zinsphase, ja auch in Großbritannien aktuell sehr niedrig ist, 0,25, auch schon mehrmals bestätigt bei diesem Niveau. Man ist wohl versucht, einfach die Wirtschaft von den Brexit-Folgen ein bisschen fernzuhalten, ein bisschen positive Impulse hier von der British Bank of England hier zu verleihen. Und die Wirtschaft ein bisschen zu entlasten. Die Baubranche profitiert ja massiv und das ist ja auch in ganz Europa so, wird ja überall wie wild gebaut und viele Bauunternehmen profitieren davon, ja, da zum Beispiel auch die Vinci, ja, oder ACS aus Spanien, das sind alles tolle Titel, die habe ich schon häufiger empfohlen, weil Baubranche aktuell gut läuft und in England ist es zum Beispiel Taylor Wimpey, das ist einer der größten Bauunternehmen für Häuser und Infrastruktur aus Großbritannien. Und der Hausmarkt in UK bleibt fundamental gut mit starken Kundenzufriedenheit. Unterstützt wird dieser von robustem Handel sowie der hohen Nachfrage. Und man hat hier unfassbar gute Zahlen geliefert. Also ganz toller Titel. Umsatz 17,1% gestiegen hier. Profit um 20% nach oben getrieben. Dividende, ja, steigt um fast 70% auf 2,82 €. Und man hat 5% mehr Häuser errichtet. 14.112, das hat eine schon eine riesen Hausnummer. Man macht das in ganz England und verkauft die auch gleich. Und der Verkaufspreis, ihr Haus, der steigt auch hier um 11%. Kostet hier ein Haus in England jetzt im Schnitt 255.000 Pfund. In Schottland ein bisschen niedriger, 218.000. Aber auch da ist, sind die Preise gestiegen um 6,3%. Und schauen wir uns mal den Wert an, der hier um 17% steigt 2017, 5% auf Jahressicht. Der Kürzel ist TW.L für London.
Das ist der Chartverlauf von der Taylor Wimpey und hat hier sein High gebildet bei 1,96 Pfund. Wir sind wieder bei den Pfund, das heißt, es wird hier in Pence angezeigt. Das sind halt zwei Stellen nach vorne, also sind hier 1,96 Pfund, also knapp 2 Pfund haben wir jetzt hier aktuell den Kurs. Und ja, Stopp würde ich hier bei 1,75 Pfund setzen. Das ist hier so in diesem Bereich, da hat er sich häufig aufgehalten und sein mehrmals hier 1,75 bestätigt. KGV ist bei unfassbar günstigen 8,7. Und die Kursziele sind hier 2,49 Pfund hier on top. Das andere haben wir schon. Also nach oben hin noch 50 Cent. Einen halben Pfund nach oben noch Luft. Also das ist hier super gut. Auch sehr günstig, wie gesagt, kann man auch viele Taylor Wimpeys hier kaufen. Analysten hier empfehlen hier 12 an der Zahl Taylor Wimpey zum Kauf, 14 halten und nur 6 zum Verkaufen. Ja, kommen wir zu den Terminen, die jetzt bis nächsten Mittwoch wichtig werden. Da haben wir einmal die Veräußerung bestehender Eigenheime in den USA für den Februar. Und auch am Donnerstag ist so ein Immobilientermin. Das heißt, da muss man sich einfach mal die Werte raussuchen, die sich mit Immobilien befassen. Und dann muss man einfach mal gucken, wie sich diese Daten hier entwickeln. Und ja, man sieht ja die Prognose. Und wenn man auch einen schönen positiven Trend hat hier in diesem Titel, dann ist das vielleicht auch eine Idee zum Kauf. Wir haben jede Menge US-Titel und nicht nur Immobilienbau, sondern auch Verkauf oder Finanzierung wäre da interessant im Hinblick auf diese Daten. Dann haben wir nochmal Erdöl gestand für alle Erdöl-Trader. Und Frau Yellen wird sich ja nochmal was zu ihrer Einschätzung kundtun morgen am Donnerstag um 13:45 Uhr. Dann haben wir auch, ich würde sagen, wir springen gleich mal hier auf den Montag für Deutschland hier, IFO Geschäftsklimaindex aus München für den März. Wie ist die Einschätzung, wie ist die Stimmung in der deutschen Geschäftsklimabereich für alle Unternehmen? Und ja, dann nochmal ein weiterer Immobilientermin am Mittwoch. Hört gar nicht auf diese Woche. Also heute ist, diese Woche ist einfach die Immobilien-Thematik ganz oben. Ja, dann nochmal zu den Kontaktdaten. Dieses Video wird hochgeladen auf youtube.com, hanseatikbrokerhaus.de und meine Kollegen und ich sind erreichbar von Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr. Man kann ein Konto eröffnen hier auf hanseatikbrokerhaus.de. Dauert wie gesagt nur 5 Minuten und dass wir mit die günstigsten am Markt sind, das hat man ja gerade gesehen in der Übersicht. Wir aktualisieren diese Übersicht auch fortlaufend. Und ja, für Fragen, Anregungen stehe ich gerne bereit. Hier ist auch mein LinkedIn-Profil und danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mittwoch, Chris.